Ende der 30 Kilometer Richtung 40er ging, da wurde es dann halt wirklich hart, wo dann hier und da auch manchmal so Zweifel hochkamen, so, ja, aber eigentlich musst du den doch gar nicht laufen und eigentlich könntest du doch aufgeben und dann läufst du halt weiter und denkst aber so, nein, 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 du hast es fast geschafft, noch 5 Kilometer, noch 4 Kilometer, stellst dir im Kopf vor, das ist deine kleine Joggingrunde und gehst die im Kopf durch. Okay, auf geht's, Laura, komm, nicht gehen, weiterlaufen, komm, nur noch 4 Kilometer, auf geht's, komm, gib doch mal Gas. Einleitend im Intervalltraining ist eigentlich immer perfekt, das Lauf-ABC voranzustellen. Das heißt, man läuft sich 10 Minuten ein, dann macht man für 10, 15 Minuten Lauf-ABC-Übungen, Skippings, Fußgelenksarbeit, Anfersen, Unterfersen, Hopserlauf, Rückwärtslaufen, einfach um das Gefühl für den Schritt, für die dynamische Lauftechnik zu entwickeln. Dann macht man noch 1, 2, 3 Steigerungsläufe, um in eine Geschwindigkeit zu kommen, die man normalerweise nie rennt. Okay, Intervalle, das heißt nicht Vollgas, sodass du nach den 100 Metern fix und fertig bist, sondern so 90-95%. Ich würde sagen, dass wir mal auf die 100 Meter so 4,30er Schnitt anpeilen, das wären 27 Sekunden. Wir laufen wie gesagt 100 Meter submaximal, danach ganz, ganz locker gehen, ins Traben übergehen und dann bei 200 Metern setzen wir wieder an, laufen dann bis 300 schnell. Ganz großer Fehler der Hobbyläufer ist, dass sie immer in genau der gleichen Geschwindigkeit laufen. Sie laufen immer beispielsweise 6 Minuten pro Kilometer. Dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr, sehr groß, dass sie den Marathon in 4 Stunden 13 laufen. Es muss aber nicht sein. Man kann sich ganz einfach verbessern, wenn man anfängt, auch mal andere Geschwindigkeiten zu laufen. 27, Punktlandung. Geht's? Ja. Okay, weiter zum nächsten. Was sich bei der Marathonvorbereitung anbietet, ist es einmal, kurze Intervalle zu laufen, also wirklich womöglich nur 100er Intervalle, dass man einfach die Muskulatur darauf trainiert, auch die schnellkräftige Muskulatur zu nutzen. Dann kann man auch zielgerichtete Intervalle laufen, wie beispielsweise Kilometerläufe, die sich am Marathonschnitt orientieren. Ziel ist es beispielsweise, den Marathon in 3 Stunden 30 zu laufen. Da macht es dann Sinn, Kilometerabschnitte zu laufen, die schneller sind als diese 5 Minuten pro Kilometer. Im Wechsel mit Kilometern, die sich am Schnitt orientieren und dann womöglich noch zur Erholung 1 Kilometer, der ein bisschen langsamer ist. Das Ganze 5-mal hintereinander, habe ich ein super Intervalltraining absolviert und die Einheit ist wesentlich effektiver, als wenn ich die 15 Kilometer im 5er Schnitt durchgerannt wäre. Wenn du dann bei Kilometer 40 bist, ist es eigentlich dann das alles irgendwie nur noch wie auf Wolken. Dann ist es fast geschafft und innerlich merkst du auf einmal, wie stark du eigentlich bist. Also auch wirklich mental, dass du das durchziehst und einfach immer weiterläufst.